Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lesenswert-Quartett hier aus dem Palais Biron in Baden-Baden. Zu unserem literarischen Quartett gehören Insa Wilke, früher Leiterin des Kölner Literaturhauses, heute freie Literaturkritikerin, Itschomar Mangold, Chef der Literaturkritik in der Wochenzeitung Die Zeit, und der Publizist als Gast eingeladen heute Dirk Schümer, lesenswert Zuschauern wohl bekannt als früherer Moderator dieser Sendung und natürlich auch bekannt als Kulturkorrespondent, früher bei der FAZ, heute bei der Welt in Venedig und in Wien. Kurz vor der Wende zum ersten Jahrtausend besaß der persische Großvezier Abdul Qasim Ismail eine Bibliothek von sage und schreibe 117.000 Schriftrollen und Kodizes. Der Mann musste sehr viel reisen und dafür verlud er seine Bibliothek angeblich auf 400 Kamele, denen beigebracht worden war, in alphabetischer Reihenfolge dahin zu trotten. Es gab ja noch keine E-Mails und andere Kommunikationsmittel. Kluge, deshalb musste man also seine Bibliothek mitnehmen. Ich erzähle diese Anekdote, die sich mir eingeprägt hat, weil die Bücher unserer heutigen Sendung auch eine ungewöhnliche internationale Karawane bilden. Mit Arundhati Roy durchqueren wir ganz Indien, mit Jean Esnault reisen wir von Paris nach Nordkorea, mit Sascha Mariana Salzmann von Moskau über Berlin nach Istanbul und mit Robert Menasse geht's nach Brüssel. In den Romanen, die wir heute besprechen, werden Grenzen überwunden. Grenzen zwischen Ländern, aber auch Grenzen zwischen den Geschlechtern, ja sogar zwischen den Lebenden und den Toten. Dirk Schümer, die Welt wird immer größer. Auch die Weltliteratur, nehmen Sie das als Bereicherung wahr, diese Öffnung unseres literarischen Horizonts, diese Globalisierung, die sich auch in den Bibliotheken, den Buchhandlungen manifestiert? Zumal, wenn man am Ende sieht, dass man damit auch seine eigenen Reisen nachverfolgen kann. Die Leute fahren mit Kreuzfahrtschiffen überall hin. In Venedig bin ich mit Leidtragender. Wieso sollen sie da nicht auch... Ich bin eigentlich froh, wenn Sie das lieber mit dem Buch erledigen. Dann ist einem diese Last schon mal erspart, dass Sie in aller Welt auftauchen. Sie reisen lieber lesend, als dass Sie persönlich verreisen. Also Fernreisen mache ich überhaupt nicht, weil ich auch Angst vor weiten Flügen habe. Aber in Europa bin ich auch gerne und fleißig unterwegs. Aber was ich nicht mag, sind Gruppenreisen. Reisen, wo dann Leute wie so Horden von Eroberern, von den großen Schiffen, Kreuzzüge, Kreuzfahrten, da ist ja schon dasselbe Wort mit drin. Das mag ich nicht so gerne. Und da finde ich, wenn sich jemand mit Büchern gut vorbereitet, wenn er ahnt, was in diesen Ländern wirklich Sache ist, dann braucht er vielleicht manchmal gar nicht loszufahren. Dann ist das schöner als die Reise hinterher. Mumbai, Moskau, Berlin, Pyongyang, Istanbul, mehr geht in einer Stunde ja nun wirklich nicht, wie wir es heute reingepackt haben mit unseren vier Büchern. Insa Wilke, der britische Literaturwissenschaftler George Steiner, der sagte mal so schön, Bäume haben Wurzeln und Menschen haben Beine. Und der liebe Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Ein Spruch, der mich immer ermutigt hat eigentlich zum Reisen. Was ist für Sie denn heute Weltliteratur und hat sich da was verändert? Also ich glaube, Weltliteratur gab es ja schon immer. Man muss ja nur an die Reisebeschreibungen denken. Marco Polo. Ja. Was sich, glaube ich, verändert hat, ist das Übersetzen. Also gerade in Deutschland wird ja sehr viel glücklicherweise aus der Welt übersetzt und wir haben das dadurch das Glück, sehr viel mehr Literatur mitzubekommen, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und ich glaube, das ist etwas, wofür es auch ein größeres Bewusstsein gibt. Die Bedeutung des Übersetzens und das ist vielleicht etwas, was die Weltliteratur in Deutschland oder von Deutschland aus betrachtet tatsächlich auch verändert hat. Wir sind Weltmeister nicht nur im Fußball, ja, sondern auch im literarischen, ja, Übersetzen, wenn man die Zahl der Titel betrachtet, die per capita angeboten werden, übersetzt. Aber wir werden getoppt von den Isländern. 300.000 Einwohner und wir haben ungefähr in den Buchhandlungen genauso viele übersetzte Titel liegen wie wir Deutschen. Na, ganz so viel ist es dann doch nicht. Aber Itschomar Mangold, wie geht es denn eigentlich Ihnen, wenn Sie so in deutschsprachiges Buch lesen, das sehr viele internationale Schauplätze hat. Finden Sie das gut, diese Weltläufigkeit, oder stöhnen Sie innerlich und sagen, ach, schon wieder so eine Miles and More Prosa? Ja, man hat schon manchmal den Verdacht, dadurch, dass der deutsche Literaturbetrieb sehr stark durchs Goethe-Institut subventioniert wird, was heißt,
die Autoren sind sehr, sehr oft in alle Herren Länder eingeladen und das kann man in deren Werkgenese verfolgen. Nach dem Aufenthalt in Japan gibt es plötzlich einen japanisch inspirierten Roman und so weiter. Der Villa Massimo erzählt. Der Villa Massimo Residenz führt einfach sehr dazu, dass Italien eine große Rolle in der deutschen Gegenwartsliteratur spielt und sehr viele Autoren schreiben kalifornische Geschichten, weil wir zum Glück die Villa Aurora in Los Angeles haben. Also diese etwas mechanische Korrelation zwischen literarischer Reisetouristik und Sujetentfaltung, die finde ich manchmal auch ein bisschen nervig. Also, zumindest eine Autorin hat uns nicht genervt, nämlich Arundhati Roy, über die wir zunächst sprechen wollen. Die hat uns nämlich glatte 20 Jahre auf ihren zweiten Roman nach dem internationalen Erfolg von Der Gott der kleinen Dinge warten lassen. Und jetzt ist er endlich erschienen, zeitgleich in vielen Sprachen natürlich, Das Ministerium des äußersten Glücks. Und Insa Wilke, ich beneide Sie jetzt echt nicht um die Aufgabe, eine kurze und möglichst prägnante inhaltliche Zusammenfassung von diesem allerdings wirklich sehr ausuferndem, sehr üppigen Buch zu geben. Ich gebe mir Mühe und Sie ergänzen dann ja. Also man kann dieses Buch, ich glaube, auf zwei Unterschied oder zwei Bücher stecken drin und zwar auf wiederum zwei Weisen. Einerseits kann man dieses Buch lesen als Chronik der indischen Geschichte der letzten 70 Jahre, also seit 1947, seitdem Indien und Pakistan aus der britischen Kolonie entstanden sind. Man kann es aber auch lesen als eine Hommage, eine Würdigung der Menschen an den Rändern der indischen Gesellschaft, die versuchen, an diesen Rändern ihr Glück zu finden, das äußerste Glück sozusagen, wie es im Titel steckt. Und eine Figur, die dafür steht, ist Anjum. Anjum gründet eine Art Arche Noah, ironischerweise auf einem Friedhof, ein Gästehaus, in dem die Ausgestoßenen der Gesellschaft Zuflucht finden. Und Anjum gehört selber zu ihnen, weil sie eine Hijra ist. Und Hijras sind zwar in Indien anerkannt als drittes Geschlecht. In Anjums Fall ist es so, dass sie mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, sich aber versteht als eine Frau, die im Körper eines Mannes gefangen wurde. Hijras sind aber trotzdem, gehören nun weiß Gott nicht zu den Privilegierten der indischen Gesellschaft. Und Anjum ist eine Hijra und Arundhati Roy erzählt ihre Geschichte. Was an der Geschichte von Anjum aber, glaube ich, für das Buch wichtig ist, dass sich in diesem Gästehaus und auf Anjums Lebensweg eine Vielzahl von sehr bunten, sehr schillernden, sehr faszinierenden Nebenfiguren sammeln, die alle ihre eigene dunkle Geschichte haben. Und durch die kommt der Humor in dieses Buch, was wichtig ist, weil der Hintergrund die brutale, blutige Geschichte Indiens ist, die wiederum in den Vordergrund tritt bei der zweiten Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird. Nämlich die von Tilor. Auch hier steht eine Frau im Zentrum. Tilor ist emanzipiert, unabhängig, unkonventionell und sie ist ein Teil einer Dreiecksbeziehung. Ich schränke es jetzt mal darauf ein. Sie ist nämlich verliebt oder es ist eine große Liebe zwischen ihr und einem Mann aus Kaschmir, der zu einem sagenumwobenen Rebellenführer wird im Kaschmirkrieg. Und sie ist befreundet mit einem Mann, der auf der Gegenseite steht, nämlich für den Geheimdienst arbeitet. Und mit dieser Geschichte zwischen diesen dreien erzählt Arundhati Roy den Kaschmirkrieg als Exemplum dafür, was eigentlich in Indien schiefläuft, diese Geschichte der Gewalt. Und am Anfang ist das alles sehr verwirrend und man fragt sich, warum macht sie diese zwei Romane in einen? Und irgendwann kapiert man, aha, ziemlich klug. Sie erzählt nämlich mit Anjum die Geschichte der indischen Gesellschaft von außen und von unten und mit Tilo von oben und mitten aus dem System heraus. Und das verschränkt sie, wie ich finde, dann irgendwann doch sehr gelungen, wenn man bereit ist, sich ein bisschen überfordern zu lassen miteinander. Dirk Schümer. Überfordern ist das richtige Wort. Ich finde es wunderbar beschrieben und habe mich auch mitreißen lassen von dieser Farbenpracht in dem Buch. Als jemand, der noch nie in Indien war, ist ja ein bisschen auch das Programm, was man erwartet. Gerüche, Unberührbare auf den Friedhöfen, die Leute, die mit Tod und mit Exkrementen da liegen. Das ist also etwas, was ja auch Leute, die in Indien sind, als Schock erfahren. Und ich bin da nie gewesen und habe gedacht, aha, das scheint also alles ganz realistisch zu sein. Aber man muss auch sehr viel Vorwissen mitbringen oder sich bei der Lektüre informieren. Wenn sie zum Beispiel nach ein paar Seiten vom Holocaust in Bangladesch erzählt, da habe ich gedacht, Moment, was ist das? Ich hatte davon noch nicht gehört und musste damit auch erstaunen feststellen, dass bei der Unabhängigkeit von Bangladesch 1971 5 bis 800.000 Leute massakriert worden sind. Und ich finde es auch ganz mutig, wenn sie das Holocaust nennen. Das ist natürlich in Deutschland politisch inkorrekt, weil es gibt ja nur den einen. Aber wenn sie es aus der indischen Perspektive als Massenmord so sieht, hat man wieder was gelernt. Aber das hat mich bestimmt anderthalb Stunden gekostet, bis ich alles nachgelesen habe.
gelesen habe, wer da überall beteiligt war und was da genau abgelaufen ist. Das ist natürlich meine eigene Ignoranz, habe ich was gelernt, aber für die Lektüre kann man da nicht so einfach drüber hinweghuschen. Nein, aber natürlich, wenn ich mit dem Napoleonischen Krieg nicht vertraut bin, dann wird auch die Lektüre von Krieg und Frieden so eine Herausforderung. Genau. Ich mal Wangold. Nee, ich mag das nebenher zu googeln und sich auf diese Weise Weltwissen anzueignen. Und dann ist es total faszinierend, wenn Sie erst die fiktive Welt lesen und dann haben Sie ja oft diese Reaktion, das kann nicht sein, sowas passiert in dieser Welt nicht. Und dann googeln Sie Wikipedia-mäßig und dann kommt die ganze harte Weltgeschichte und passt exakt eins zu eins in diesen Roman rein. Und dann hat man wieder sich ein Stück Welt erschlossen und gleichzeitig auch kann man so toll beobachten, wie Wirklichkeit in Erzählung umfunktioniert wird. Es gibt, weil der Verlag natürlich schon auch klar war, dass dieses Buch eine Herausforderung ist, es gibt ein Register am Ende, wo bestimmte indische Ausdrücke erklärt werden. Und das ist gar nicht so dünn. Aber fast alle Worte, die ich gesucht habe, von denen ich immer gerechnet habe, die müssten da hinten erklärt werden. Die kommen da gar nicht vor. Ja. Ich habe da noch mal eine Frage. Diese Unabhängigkeit von Indien, wie sie passiert ist mit all dem, ist die wirklich so, wie sie die Frau Roy bewertet? Oder ist das am Ende auch sehr ihre eigene Meinung als politische Propagandistin? Ich habe ein bisschen Problem gehabt. Da stehen so beiläufige, ja, diese Politiker von der Partei, das sind alles Verbrecher. Oder das wissen wir ja, das ist also diese Kastenart. Das ist Ordnung, das ist ganz widerwärtig, da will man ja nichts mit zu tun haben. Dann denke ich, ist sie jetzt politische Aktivistin? Bringt sie jetzt ihre politischen Urteile? Und da war ich dann unsicher. Ist also das ist Figurenrede, also ja. Jedenfalls die großen Äußerungen. Das da würde ich mal auf Roys Ansichten so einfach eins zu eins nicht schließen. Deswegen frage ich. Also meine Erfahrung war, ich gestehe, dass es, obwohl es ein großer Welterfolg war, den Gott der kleinen Dinge nicht gelesen hatte. Und dann gibt es ja oft den Effekt, wenn jemand unglaublich erfolgreich ist und immer präsent ist, aber man kennt die Sache selber nicht, baut man dann schnell ablehnende Vorurteile auf. Dann war Frau Roy die letzten 20 Jahre extrem aktiv mit politischen Positionen, mit politischen Essays, die mich nicht immer so überzeugt hatten. Das heißt, ich hatte so das Gefühl von, das ist mir eine vielleicht zu linke Aktivistin, die ansonsten ein zu poetisches Vokabular in ihrem Roman angeschlagen haben dürfte. Und mit dieser Voreinstellung, mit diesem Vorurteil, mit diesem krachenden Vorurteil, wir sind in die Lektüre eingestiegen und auf beiden Seiten war ich dann doch sehr, sehr, habe ich mich wahnsinnig gern widerlegen lassen. Diese Autorin ist extrem poetisch, so wie man sich das fast in einem orientalisch überüppigen Sinne vorstellt. Aber diese Metaphern sind knallhart konstruiert und sind so intelligent gemacht und auch immer wieder gebrochen und kontrastiert. Ja. Und das gilt auch für, natürlich ist da ganz bestimmt auch ideologische Wirklichkeitsbewertung in diesem Roman drin. Aber ich würde schon sagen, dass ihr die Figuren selber auch immer so stark in Frage stellt. Ihre Zerrissenheit auf beiden Seiten, also die Abgründigkeit aller politisch Engagierten, auf welcher Seite der Konflikt auch immer, gerade die wird ja ausgeleuchtet, sodass ich mich nie indoktriniert gefühlt habe. Indoktriniert meinte ich auch nicht. Ich meinte nur, ist vielleicht in den Urteilen etwas drin, wo sie ihre eigene politische Agenda fährt und die ich gar nicht mitbekomme, weil ich diese Hintergründe nicht so gut kenne. Naja, das ist, würde ich sagen, wie immer mit der Politik und der Geschichte. Es kommt nicht alle Autoren sind so explizit tagespolitisch. Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Und natürlich wird der indische Premierminister, der in diesem Roman auftaucht, ganz sicher sagen, so war das nicht. Ich war nicht verantwortlich für das Massaker. Ja, klar, er wird als Hochkrimineller dargestellt. Naja, Moment, aber also was, da bin ich jetzt Itschumar Mangold sehr, sehr dankbar, was wir bei der Diskussion über diesen Titel nicht unter den Tisch kehren dürfen, ist die enorme Poesie, zu der Arundhati Roy in der Lage ist. Die erzählt zum Beispiel von diesem Anschum, dieser Anschum, und lässt sie eine ganz kleine Anekdote aus der Mogulzeit wiederholen, nämlich der König, der Mogulkönig wird verbannt, muss ins Exil gehen und die Bevölkerung ist solidarisch mit ihm, sein Volk geht mit und begleitet ihn bis zum Waldrand. Und das Königspaar dreht sich um zu seinen Untergebenen, zu seinen Untertanen und sagt, Männer und Frauen, geht nach Hause und verschwinden in dem Wald. Und 14 Jahre später kommen sie wieder und stellen verblüfft fest, jetzt warten da diese Hijras auf sie, weil sie sprachen ja explizit, dass die Männer und die Frauen nach Hause gehen sollen. Aber die Hijras blieben natürlich da und waren die loyalsten Untertanen. Und das sind so ganz kleine, fast an Grimmsche Märchen erinnernde poetische Einsprengsel, die mir
Offen gestanden dann die Meinungsteile des Romans, die, glaube ich, nicht die Höhepunkte von Arundhati Roys Romankunst sind und die auch in den Händen von geringer befähigten Autorinnen, glaube ich, zu einem bösen Politkitsch hätten führen können, diesen Roman dann doch sehr ans Herz wachsen ließen. Vor allem, weil sie ja wirklich auch ein postmodernes Feuerwerk an Erzählweisen mit enormen satirischen Aspekten hier abbrennen. Ja, aber jetzt dürfen wir einen Aspekt nicht unterbewerten, der mich wirklich verblüfft hat. Die Hitschra klingt erstmal schon ganz anders als der Trans. Und was dann erzählt wird, wirkt überhaupt nicht mehr wie so ein Runterdeklinieren an den Standardpositionen von Gender Studies, sondern tatsächlich die Unbestimmbarkeit der Geschlechtlichkeit oder der geschlechtlichen Identität wird zu einem enormen Erzählfeuerwerk entfaltet. Und ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich mich so begeistern könnte für Hermaphroditen in der Literatur. Ich würde gerne trotzdem noch mal aufs Politische kommen. Also ohne Frage ist es sprachlich interessant, dieses Buch. Ach, kaum waren wir beim Ästhetischen, dann kommen Sie aufs Politische. Ja, weil ich glaube, das ist noch etwas, wo man gut unterscheiden kann zwischen der Romanschriftstellerin und der Aktivistin. Es ist ja ein Buch, das von Grenzen handelt, haben Sie schon gesagt. Also von politischen Grenzen, von sozialen Grenzen, von Grenzen, die durch den Körper eines Menschen verlaufen. Und man könnte... Und hinter diesem Thema der Grenze steht aber eigentlich ein existenzieller Wunsch der Menschen, den sie erzählt, nämlich der Wunsch nach Ganzheit. Und die Aktivistin würde, glaube ich, da klarer die Grenze betonen. Die Romanschriftstellerin betont diese Geschichte der Ganzheit. Und was wir Leser uns dann als offene Frage aus diesem Roman mitnehmen, ist, muss Ganzheit eigentlich als Einheit, also so wie es die Nationalisten in diesem Roman propagieren, existieren, oder könnte man sie als Vielheit denken? Und das ist, glaube ich, schon eine politische Frage, die in diesem Roman gestellt wird, ohne dass sie eindeutig und ideologisch festgelegt wird. Und das ist die Kunst, wie Arundhati Roy es ja auch gesagt hat, die die Literatur eben möglich macht und die eben die aktivistischen Texte so nicht möglich machen, eine so offene Frage zu formulieren. Ihr Trumpf ist Ihr Pessimismus. Wenn sie jetzt reine Politikerin wäre, würde sie sagen, das ist das Ziel, wir werden jetzt mit Pakistan Frieden schließen, wir werden die Kastenordnung abschaffen, dann ist alles gut. Und da stehen dann immer wieder so Sätze, ja, die Leute glauben ja an alles und jeder denkt, dass seine Wahrheit die richtige ist. Und letztlich ist vieles von dem, was sie beschreibt, hoffnungslos, wie die Realität eben auch ist. Und das ist nun wieder genau der Triumph des Schriftstellers, der uns nicht irgend so ein kitschiges politisches Ziel vorsetzt, sondern die Wirklichkeit in ihrer ganzen Unerlösbarkeit. Wobei, also, es ist doch kein hoffnungsloses Buch. Die Hoffnung steckt ja in diesen Figuren, die in diesem ganzen Schlamassel überleben. Also, aber für Indien, also wie ich mir das überleben auf dem Friedhof, also mir hat das nicht ausgesprochen große Optimismus eingeflößt. Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz den Titel, das Ministerium des äußersten Glücks, so heißt die Lebensgemeinschaft, das Haus, die Pension, die zum Schluss von dieser Anschung da auf dem Friedhof errichtet wird. Das ist der Beititel davon. Und wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass Annette Grube dieses Buch übersetzt hat, was wichtig ist, weil eben es ein sprachliches Feuerwerk ist und man das erstmal so im Deutschen hinkriegen muss. Wohl wahr, und da hat Annette Grube wirklich erstklassige Arbeit geleistet. Das Ministerium des äußersten Glücks im S. Fischer Verlag, erschienen von Arundhati Roy in der Übersetzung von Annette Grube. Ich glaube, das war doch schon jetzt mal ein fulminanter Start. Damit geht's zur deutschsprachigen Literatur, einem Debüt dieser deutschsprachigen Literatur, das nominiert ist für den Deutschen Buchpreis, der auf Montag, dem Vortag der Frankfurter Buchmesse, verliehen werden wird. Sascha Mariana Salzmann, außer sich. Worum geht's in Schumann Mangold? Ja, Sascha Mariana Salzmann ist eigentlich Theaterautorin, Hausautorin nennt man das, glaube ich, am Gorki-Theater. Hat einen Ruf wie Donnerhall in der Branche. Das ist völlig richtig. Und das ist jetzt aber ihr erster erzählerischer Roman, ihr erster Roman in dem Sinne. Er ist ein Roman, der von Migration erzählt. Er ist ein Roman, der von einer intensiven Geschwisterliebe erzählt. Und er ist auch, wie bei Arundhati Roy, ein Roman, der vom Fluidwerden der Geschlechteridentität erzählt. Die Geschichte beginnt in der Sowjetunion und im post-sowjetischen Russland, als sehr viele sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kommen durften, wenn sie jüdische Vorfahren nachweisen konnten, was zu einer, glaube ich, explosionsartigen Vermehrung jüdischer so Russen geführt hat. Das Leben des Brian-Moment, ja, ich bin Brian, nein, ich bin Brian, ja. Genau, mit diesem Nachweis bekam man dann das Visa für die Bundesrepublik. Und tatsächlich ist das auch die Geschichte der Familie Salzmann, der Autorin. Aber hier haben wir es natürlich mit einer fiktionalen Familiengeschichte zu tun. Die
ganze Familiengeschichte wird bis drei Generationen zurückerzählt. Das heißt, was heißt es, zum Beispiel akademische Ambitionen zu haben in der Sowjetunion? Das ist die eine Urgroßvaterfigur, ein bedeutender Forscher. Was heißt es, den Wunsch zu haben, Musiker zu werden? Diese seltsame Gesellschaft, die sich als proletarisch versteht, aber dann doch auch immer eine höhere Ambition, einen höheren Ehrgeiz hat, die teilweise auch ganz so, wie man sich Russland vorstellt, im Suff und in der Melancholie abrutscht. Diese ganze Welt wird entfaltet, dann zieht die Familie nach Deutschland, kommt irgendwo in der Nähe von Hannover, erstmal in einem Asylbewerberheim unter. Und da ist es ein sehr zeitgenössischer Roman, der davon erzählt, wie fremd man erstmal in der Fremde ist und wie schwer es ist, dort anzudocken. Die Eltern der zwei Hauptfiguren, das ist die Alissa, die Schwester und der Bruder Anton, die Eltern zerstreiten sich, trennen sich, scheiden sich und nun kommt es zu Abstoßungsreaktionen innerhalb der Familie und der Anton verlässt Deutschland und lässt erst lange nichts von sich hören. Und seine Mutter ist in großer Sorge, weil sie nicht weiß, was aus ihm wird. Und irgendwann landet bei ihr aber eine Postkarte und da steht nur irgendwie drauf, Grüße aus Istanbul. Und damit ist klar, er wird vermutlich in Istanbul sein. Und seine Schwester, das ist die eigentliche Hauptfigur und auch Erzählerin des Romans, reist ihm nach auf der Suche nach Anton, nach ihrem Bruder. Und weil sie ihn nicht finden kann, ersetzt sie ihn quasi, den verlorenen Bruder, durch eine Selbstangleichung, die quasi bis ins Geschlechtliche übergeht und sie fängt an, Testosteron zu nehmen, um sich auf diese Weise in einen Jungen zu verwandeln, der ihrem eigenen Bruderbild immer ähnlicher wird. Jetzt haben wir uns natürlich etwas dabei gedacht, diese beiden Bücher von Arundhati Roy und von Sascha Mariana Salzmann parallel zu besprechen, weil sie haben faszinierenderweise wirklich eben diesen Geschlechtsumwandlungsteil, diesen Transgender-Teil, wie immer er es nennen möchte, gemeinsam. Wie haben Sie es gelesen? Ja, ich fand interessant, was Ijoma Mangold vorhin schon angedeutet hat, dass man, glaube ich, bei Sascha Mariana Salzmann sehr gut erkennen kann, dass es in den westlichen Literaturen noch keine alte Tradition gibt des Erzählens von Transgender oder Intersexualität. Ich finde, dass in diesem Buch sehr gut gelungen ist, die Geschichte der russischen Familie, der Einwanderungsgeschichte. Ich finde, dass dagegen der Teil, der in Istanbul spielt und von dieser Verwandlung von Alissa in Ali handelt, nicht gelungen ist. Und gerade im Gegensatz zu Arundhati Roy finde ich es interessant, da hat man das Gefühl, die fußt einfach schon auf einer langen, auch mythologisch geprägten Erzähltradition. Und hier ist Frau Salzmann Pionierin im Prinzip immer noch mehr oder weniger. Und ich hatte bei dieser Erzählebene das Gefühl, sie weiß eigentlich nicht so richtig, was sie erzählen will. Also sie weiß es bei den Geschichten der Urgroßeltern, der Großeltern sehr genau. Da sind die Figuren auch toll, da sind die Geschichten toll. Und das andere, diese Gegenwartsebene, zum Beispiel dieser ganze zweite Teil, der dann von Anton erzählt, hätte man komplett streichen können, weil Anton vorher gar nicht aufgebaut wird. Der interessiert mich als Leserin gar nicht mehr. Taucht auch am Ende gar nicht auf. Ja. Und das ist ja vielleicht auch ein männliches Ich. Das ist vielleicht das Problem. Das eine ist ihre Identität, die kennt sie sehr gut, das ist die Familienidentität. Das finde ich super gelungen, genau wie Sie es sagen, diese irgendwie auch leicht verkommen, amüsante russische Atmosphäre, die aber von ganz starkem Antisemitismus geprägt ist, von materieller Armut. Das wirklich kommt auch einher mit vielen Sachen, die ich aus der jiddischen Literatur aus den 30er Jahren, aus der Sowjetunion kenne, die viele Leute, die diese Familiengeschichte haben, ähnlich geschildert haben. Nun kommt sie wahrscheinlich ja über ein Stipendiat, Auslandsaufenthalt nach Istanbul. Und ich weiß nicht, ob sie die Sprache, ob sie die Kultur so gut durchdringen kann, wie das, was sie da schildert. Und dann kommen diese zwei Ebenen. Das eine ist mehr angelesen, ist mehr touristisch durchdrungen. Die Türkei kriegt nie so eine plastische Wirklichkeit. Vielleicht hat es wirklich mit der Sprache zu tun. Und das andere, wo die russischen Familien Anekdoten auch geschildert werden, das ist ungeheuer plastisch und deswegen kommt nie die Sache zueinander. Ich hätte auch gedacht, hätte sie doch nur diese Familiengeschichte geschrieben, das wäre mir genau wie Ihnen viel, viel lieber gewesen. Also diese Fallhöhe muss ich konzedieren. Ja, wenn ich an das Istanbul denke, das mir Orhan Pamuk in seinen großen Werken zitiert, dann bleibt dieser Handlungsort hier trotz des Putsches, den sie da beschreibt, eigentümlich blass. Also die historischen Kapitel, die in Russland spielen, die Kapitel, die in Deutschland spielen, habe ich viel stärker empfunden. Dann bin ich aber über diesen Titel gestolpert, Außer sich, und habe ein bisschen recherchiert. Und es gibt natürlich ein Essay von Judith Butler, der heißt Außer sich über die Grenzen sexueller Autonomie. Und das scheint mir ein bisschen sowas wie der Quellcode dieses Romans zu sein. Das ist ein Essay, in dem die Butler darüber nachdenkt, was ist ein Mensch und was ist Wirklichkeit.
Und diese Überlegungen durchziehen quasi wie eine DNA diesen Roman. Und da finde ich die Salzmann schon sehr schlau. Und da kann sie irgendwo auch, zumindest in diesem Nachdenken über was definiert unser Geschlecht, Arundhati Roy durchaus das Wasser reichen. Weil sie doch, das finde ich schon, sie löst es nicht in die gleiche Poesie auf. Aber sie hat natürlich auch die ungleich schwierigere Aufgabe gewählt, weil sie ja diese geschlechtliche Veränderung aus der Erzählhaltung, wie Alissa zu Anton werden soll, hat. Also für ein Debüt, wo man ja ein bisschen Kredit geben kann, muss ich sagen, war ich doch sehr, sehr beeindruckt. Das stimmt, aber trotzdem muss man ein Debüt ja ernst nehmen und darum auch genauso ich betrachten. Nehme ich furchtbar ja, genauso betrachten wie alle anderen. Ich glaube, dass dieser Quellcode genau das Problem ist und vielleicht auch der Unterschied. Auf der einen Seite bei Arundhati Roy haben wir Erzähltradition und hier wird versucht, Theorie in einen Roman zu verwandeln. Mit Anspielung auf surrealistische, ästhetische Methoden. Theorie zu tanzen. Also ich gebe zu, die Schwäche besteht darin, dass die in Istanbul leider zu oft rauchen. Die hat eine Obsession mit Rauchen. Das ist also literarische Kettenqualmerei. Völlig normal. Ich musste huslutschen beim Lesen. Aber ehrlich, keinen Husten. Und diese Figuren sitzen passiv in Istanbul und sagen, rauchend, jetzt würde ich gerne vögeln. Das ist im Grunde die Haupttätigkeit des Personals. Das ist der Einwand dagegen. Aber das wird Gott sei Dank kontrastiert. Die Türkei ist jedenfalls in Istanbul inzwischen so. Wird kontrastiert durch die sehr farbigen Familienanekdoten. Ja. Aber ich würde den Punkt trotzdem noch mal gerne aufgreifen, denn ich verstehe, was Sie meinen mit Ihrer Kritik. Und Sie haben gesagt, ja, die knüpft auch nicht an Erzähltradition an. Das heißt, sie muss da Neuland betreten. Genau. Und ich würde auch sagen, klar knirscht es. Aber das ist vielleicht auch das kurze Wesen einer Expedition ins Neuland dazu. Und es passiert was sehr Spannendes mit der eigenen Leserfahrung, die sich komplett umstellen muss, wenn gewissermaßen das grammatische Personalpronomen sich entkoppelt von der Anatomie des Körpers, das es bezeichnet. Und diese Situation entsteht, weil nicht nur Alissa Testosteron nimmt und eine Geschlechtsumwandlung durchmacht, sondern auch noch eine andere Figur. Und jedes Mal merkt man im Erzählfluss, dass plötzlich das Personal Pronomen wechselt ins Maskulinum, während die Figur, die ich als Leser vor Augen habe, aber immer noch eine Frau ist. Und dann fange ich an, während dann die männlichen Personalpronomen kommen, verwandelt sich in meinem Leserkopf langsam die Geschlechtsidentität der Figur. Vielleicht das ist auch ein neuer Vorgang. Vielleicht gibt es die zwei gar nicht, habe ich irgendwann gedacht. Es geht ja immer um den Zwilling. Ja. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht eine und dieselbe Person. Die schreibt dauernd von einem Zwillingsbruder, den sie gar nicht hatte. Vollkommen recht. Das ist auch meine Lesart dieses Romans. Anton gibt es nicht. Anton wird geboren im Verlauf des Romans. Ja? Das ist ein Einzelkind. Das könnte jedenfalls außer sich von Sascha Mariana Salzmann sehr für mich retten. So, ein beeindruckendes Debüt, aber da sind wir uns doch wegen Die kann wirklich schreiben. Gut. Also diese Russland-Sachen hätte ich auch noch 200 Seiten mehr. Wer bin ich, das zu entscheiden? Die weiß das selber auch. Aber sie hätte diese Russland-Geschichten von mir aus noch 300, 400 Seiten mehr machen. Ich finde es jetzt mit dem ganzen Geschlechtsumwandeln, es ist auch nicht so, dass es als großer Genuss dargestellt wird. Sie schildert die Schmerzen, wenn sich das Testosteron in den Hintern injiziert und so. Es ist jetzt nicht wirklich irgendwas, wo ich sagen würde, eine absolute Revelation von Grenzüberschreitung. Ich habe sie oft auch als Leiden und als was sehr Trauriges empfunden. Nein, der Schmerz ist ja auch die Grundlage dieses Buches auf allen Ebenen. Ja, ja, eben. Also diese Grenzüberschreitung habe ich als was Trauriges und Schmerzliches. Salman Rushdie schildert in seinem neuen Roman Golden House ebenfalls eine Geschlechtsumwandlung. Der auch noch. Der erfindet aber etwas noch viel Schöneres, nämlich den Transmilliardär. Ich fühle mich jedenfalls sehr der Lektüre. Sagen Sie mir die Spritze, die man sich dafür... Transmilliardär. Ja, das in Klammern. Wir sprachen über Außer sich von Sascha Marianne Salzmann, erschienen im Surkamp Verlag und kommen jetzt zu einem Autor, den vorzustellen mir eine große Freude ist, Jean Echenoz, weil er einer meiner französischen Lieblingsautoren ist. Und Anlass ist natürlich, dass ganz viele Franzosen jetzt ins Deutsche übersetzt werden. Der Auftritt Frankreich als Gastland auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse in seinem wunderbaren Roman Unsere Frau in Pyongyang schildert Echenoz die Geschichte. Tja, es ist im Grunde seine Hommage an den Agentenroman, ein abgehalfter General eines französischen Geheimdienstes und von dem gibt es ja sehr, sehr viele, wie wir wissen aus der Zeitungslektüre. Dieser abgehalfte General, der kurz vor der Rente steht, vielleicht vor der Zwangspensionierung, der möchte noch einmal so richtig teilnehmen am großen Spiel und verfällt auf die Idee, Nordkorea
zu destabilisieren. Und jetzt hat dieser Roman wahnsinniges Glück. Man muss ja auch die Gunst der Stunde haben, dass ein deutsches Erscheinen zusammenfällt mit einem jener Aufmerksamkeitsattacken, die Nordkorea und sein furchtbares Regime immer wieder überfällt. Stichwort Wasserstoffbombentest und Nordkorea-Krise, von denen gab es aber natürlich viele. Jedenfalls als Agentin sucht er sich einen Popstar, eine Frau, die einmal einen Welthit hatte. Aber das ist 15 Jahre her, ein Hit, der in alle Sprachen übersetzt wurde und der zu den Lieblings-Popsongs in Nordkorea zählt, weshalb sie da eine ganz große Nummer ist. Und diese Frau lässt der General entführen und dann zu einer Agentin abrichten, davon erfahren wir in diesem Buch. Und die ist am Ende tatsächlich bereit, als unsere Frau in Pyongyang zu agieren, also unsere Geheimagentin. Und das ist ein großer Spaß und das liegt an der besonderen Erzählweise, für die Jean Echenoz eben berühmt ist in der Weltliteratur, das macht ihm keiner nach. Das ist die Fortsetzung von Lawrence Sterns Erzählweise, der sich selbst kommentierende Erzähler in unserer Gegenwart. Wie fanden Sie unsere Frau in Pyongyang, Herr Schümer? Witzig lange. Ich hätte es am Ende lieber etwas komprimierter gehabt, weil mir das Interesse für die Figuren durch diese Superironie, die er hat, diese Postmoderne, wir müssen es vielleicht mal beschreiben, ist mir das Interesse abhandengekommen. Erst findet man es ja toll. Man sagt, ach, was ist denn mit der Person gewesen? Wir widmen ihm uns jetzt und er kauft sich eine Waffe. Das ist, was ist das für eine Waffe? Und dann wird aus dem Katalog geschildert, was die kostet, wo man die im Internet kriegt, wie viele Schüsse die abfeuern kann. Also er springt, das ist sehr, sehr witzig über ein paar Seiten. Diese ganze Agentenhandlung habe ich natürlich lieber in einem Film. Das ist so richtig die Atmosphäre des Eddie Constantine, des billigen Agentenfilms, in dem Leute entführt, chloroformiert werden, in dem die Entführte dann mit den Entführern ins Bett geht und Sex spielt mit rein, Gewalt. Am Ende werden sie alle massakriert in Nordkorea. Das ist gut, aber das Tempo nimmt natürlich ein bisschen, ich hätte es lieber auf 120 Seiten gelesen, dann wäre der Effekt noch ein bisschen besser gewesen. Ich habe mich irgendwann gefragt, Ein umfangreicheres Werk geschrieben als dies? Also für seine Verhältnisse ist das Gone with the Wind. Ja. Warum nicht? Weil diese Leute bleiben dabei natürlich so ein bisschen wie einer, der Insekten oder in ein Aquarium beobachtet. Die werden hingemeuchelt. Das sind natürlich keine echten Personen. Das sind Typen aus einem B-Film. Und das braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis man die Aufmerksamkeit aufbringt. Und wenn die ein bisschen weg ist, dann fühlt man sich nicht mehr so identifiziert. Insa Wilke. Ja, ich werde in dieser Runde ja regelmäßig mit Parodien von Agentenromanen traktiert. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie es so lange tun, bis ich mal sage, den finde ich jetzt gut, diese Parodie dieses Agentenromans. Und darum sage ich es jetzt. Es ist natürlich überhaupt kein Agentenroman. Nein, wieso? Deswegen mögen sie ihn. Naja, es ist die Parodie eines Agentenromans. Ja, aber nicht so, dass von dem Agentenroman nichts übrig bleibt. Und naja, doch. Es bleibt total viel von jetzt Agentenroman sagen sie übrig. Das ist ja wie ein vollständig überflüssiger Roman, aber im besten Sinne. Das ist reines La Polar. Es geht um gar nichts. Deswegen haben Sie irgendwann vielleicht das Interesse verloren, aber es darf bei der Sache. Ich habe seinen Trick kapiert und dachte, okay, ich weiß jetzt, was du willst. Ja, aber du willst dich auf hohem Niveau amüsieren. Halt, Herr Schümer, es ist nicht ein Trick, den er gewissermaßen immer zu Tode reitet, sondern der Trick besteht darin, dass er keinen Satz schreibt, der nicht als Satz originell ist. Das heißt, jeder normale Autor muss was, er sich eine Wohnung beschreiben, dann sagt er, wie der Tisch aussieht, wie das Sofa aussieht und was die Leute für Klamotten anhaben. Würde Echenoz nie machen, sondern er würde sich eine erzähltechnische Virtuosität ausdenken, um diese Information zu vermitteln, weil es in Wahrheit auch nicht um die Information geht, sondern um die Freude daran, etwas so und nicht anders auszudrücken. Und deswegen ist auch der Agentenroman, ich meine, es vergehen auch sehr viele Seiten, bis die Frau tatsächlich mal in Nordkorea ankommt. Deswegen ist auch dieser Agentenroman nur eine leere Maske für, aber für aberwitzige und sprachlich großartig eingefangene Szenen. Ich habe selten so viel gelacht. Das ist aber immer eine Frage des Humors, aber mein hat es komplett getroffen. Zum Beispiel wird diese junge Frau entführt und dann kommt eine Lösegeldforderung. Und der Erzähler sagt, dass diese Lösegeldforderung, dass die Summe enorm hoch ist, sogar exorbitant. Wir werden sie nicht nennen. Ja. Eine plötzliche Diskretion des Erzählers. Auf einmal nein. Oder es wird von ihrem Mann, der hatte mal eine Bank überfallen und die waren aber Anfänger und wussten nicht genau, wie das geht. Und dann dachten sie, wir brauchen ein Fluchtfahrzeug und das muss vor der Bank parken. Das Problem war aber, da sie einen Wagen davor platzieren wollen, um nach vollbrachter Tat schleunigst das Weite zu suchen, müssen sie mehr als eine Woche warten, bis ein Parkplatz frei wird. Das ist Paris. Also wenn das keine gültige Beschreibung von Paris ist, weiß ich auch nicht. Ja. Also darf ich
ich noch was in den Ring werfen? Ich halte ja Belanglosigkeit immer nicht so ganz gut aus. Und darum habe ich überlegt, was könnte denn noch die Tücke sein in diesem Roman, was über den herrlich eleganten französischen Quatsch hinausgeht. Und ich glaube, dass es sich dabei durchaus auch nicht um eine Publikumsbeschimpfung, aber eine Publikumsverspottung handelt. In dem Sinne, und zwar mit einer Taktik, die es sonst nicht so oft gibt. Oft wird das Publikum ja verspottet, indem Erwartungen unterlaufen werden. Und hier hatte ich das Gefühl, er erfüllt alle Erwartungen. Und er fühlt sich irgendwann wirklich vorgeführt in der Niveaulosigkeit, mit der man da konfrontiert wird. Also weil alle Erwartungen der Dramaturgie, ich finde schon, des Agentengenres dann eben zwar verdreht, aber doch erfüllt werden. Aber man muss doch nur die Versuchsanordnung sich anschauen, dass Frankreich, ausgerechnet dieser komplett reduzierte, einstige Weltstaat, der kaum noch mit sich selber fertig wird, den Wunsch hat, vom Geheimdienst Nordkorea zu beeinflussen. Also Kim Jong-un, der würde sich wahrscheinlich müde einen ablächeln. Der hat mit vielen Ländern Probleme, von Trump bis China bis Russland. Aber dass jetzt ausgerechnet die Weltmacht Frankreich jetzt auch noch kommt, um ihm in Nordkorea da große agententechnische Probleme zu bereiten, da lachen sie wahrscheinlich sogar in Nordkorea. Und das ist die Ironie von Echeneau. Das ist die Grande Nation in total ironisierter... Aber so, der General ist deswegen auch hinreißend. Komplett Schogge. So ist jemand, der buchstäblich an der Uhr dreht, der eben mit dieser Institution des Erzählers spielt, aber mich auf diese Weise die Welt völlig neu erleben lässt. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel eine völlig neue Weltbewertung. Es kommt zu der Situation, dass die Frau entführt wird, aber ihr Freund oder Mann, weiß ich jetzt, Ehemann, weiß ich gerade nicht. Er verliert sie aus den Augen. Der hängt gar nicht so an ihr, deswegen reagiert er nicht weder das soll vorkommen Brief, im noch Leben, auf einen Anruf aus dem Anrufbeantworter, antwortet auf nicht. Auf den kleinen Finger. Und jetzt singen sich die Entführer, meine Güte, wie können wir den denn jetzt langsam mal kriegen, dass der reagiert? Und dann kommt der eine auf die und sagt, naja, wir müssen ihm einen Teil von ihr schicken. Und jetzt große Diskussion, ob es nicht ein bisschen zu harter Eingriff wäre. Und dann sagt er, naja, aber doch nur so vom kleinen Finger ein Glied. Und dann kommt eine Analogie von zum Versicherungswesen. Super. Da wird nämlich das kleine Glied des kleinen Fingers nur mit 2% oder mit 0,8% bewertet. Daumen ganz viel, kleiner Finger. Der Daumen ganz viel, ja. Und das ist so eine Art, das ist sehr komisch, aber in der Tat lernt man auch was über, ist auch eine Realia, die da eingegangen ist. Kafka hat in dem hier gearbeitet. Der hat ja, der muss diese Kataloge erstellen, wenn denen im Sägewerk der Arm abgegangen ist. Das sind diese berühmten Kafka-Texte aus dem Versicherungswesen. Das hätte Echeneau wahrscheinlich auch gut gefallen. Also, ist aber Jean Echeneau ist jetzt tatsächlich Weltliteratur. Und kann mir mal bitte einer erklären, warum mit Emmanuel Carrère, mit Ulbeck, mit Jasmin Matthias Reza, Inha. Mit Matthias Inha, nicht der geringste dieser Reihe, warum die Franzosen wieder so plötzlich wieder aber wirklich eine exzellente Literatur haben, nachdem sie 20, 30 Jahre ja im Grunde in Dornröschenschlaf lagen. Ja, nichts geht über eine gute Krise. Wie im alten Habsburg, je kaputter die Gesellschaft, desto besser die Literatur. Sie meinen aber die Frage schon ernst, ne? Ja, ich meine die ganz bitter. Ja, meine Antwort war auch ernst. Meine Antwort war auch nicht unernst. Ja. Also ich finde tatsächlich, es ist ein belangloses Buch, aber es ist trotzdem großartige Literatur. Das wäre die zweite Ernsthaftigkeit, die ich da drin entdeckt habe. Sie haben den Film schon angesprochen, dass Sie sich das Buch als Film gewünscht hätten. Das ist ja ein Drehbuch im Prinzip. Und was Jean Echeneau hier macht, ist, dem Bild, der Vorherrschaft des Bildes vorzuführen, dass das Wort mehr kann. Und das ist, glaube ich, das, was Ihnen zu dann doch ernst zu nehmen. Einerseits ist es ein Hommage ans Kino, ja, das muss ich sagen, aber andererseits, das finde ich, kann ich Ihnen absolut zustimmen, das ist natürlich der Triumph der Literatur über das Kino. Trotzdem nochmal gefragt, was ist denn hier, also unpolitisch kann ich das ganz nicht finden, die Schilderung der Gewaltherrschaft des Terrorregimes in Nordkorea, der Grenzübertritt durch diese Demarkationszone. Ich finde das Buch viel herrlicher, wenn wir es nicht politisch aufladen. Na, wenn Moment, aber es einen ganz brillanten Spaß Moment, aber genauso wie das Leben des Bryans ein sehr politischer Film ist. Der und ist es, ein das sehr stimmt. lustiger Film. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht glauben, dass auch Kim Jong-un sein Regime als brillanten Spaß oder so versteht. Das ist eben genau das Problem. Er vermischt die Ebene von realem Leid und von realer Unterdrückung mit seinem literarischen Spaß. Das kann man wirklich nur, wenn man das echte Nordkorea wirklich mal komplett ausblendet. Moment. Sonst kommt einem ja das kalte Kotzen. Robert Gernhardt behauptete, es gäbe keinen ironischen Orgasmus. Das hat mir nie eingeleuchtet. Warum sollte man beim Sex nicht lachen können? Ja, aber Moment, man kann auch beim Leid
und bei der Beschreibung von Leid die komischen Aspekte nicht unbetont lassen. Ja, mein Lieblingswitz ist der Auschwitz, wie Georges Tabori, der berühmte Witz. Aber dafür geht er mir zu wenig auf das echte Leben dieser Leute ein. Das ist alles so ein bisschen an der Oberfläche. Aber meinen Sie nicht... Ihr redet gerade wie im 18. Jahrhundert, wo Literatur auch nur gerechtfertigt war, wenn sie eine moralische Botschaft hat. Das war eine schöne Zeit. Der will keine moralische Botschaft haben. Der will zeigen, was er mit seinen sprachlichen Mitteln kann. Und dafür ist jedes Mittel, jeder Gegenstand recht. Dafür würde bestimmt auch, wie man so sagt, seine Großmutter verkaufen. Ist das ein Nobelpreiskandidat oder nicht? Die Stockholmer denken immer viel moralischer. Ja, eben. Nicht auszeichnen. Schade. Ich sage immer, was interessiert mich, was 5 schwedische Opas lesen. Wie? Sie haben keine politischen Hoffnungen und Sie haben keine ästhetischen Hoffnungen? Nicht auf die schwedische Ästhetik. Ne? Wenn man sieht, wie viele Idioten den gekriegt haben, von Jelinek bis Grass. Also da gehe ich lieber zu meinem Buchhändler in Baden-Baden, der informiert mich besser. Von Bob Dylan ganz zu schweigen, wer hat den Nobelpreis verdient? Ich bin für Donna Leon, die kenne ich ganz gut in Venedig, da kann man mit ihr schön feiern. Kann man mit ihr essen gehen und sich gemütlich fühlen. Ja, das würde auch in etwa so dementsprechend, was die Leute da sonst immer... Das wäre zumindest ein nach Bob Dylan ein weiterer Beitrag zur Ironisierung des Literaturnobelpreises. Genau. Ich glaube, auf diese Kommissario Weise... Kommissario Brunetti in Stockholm, das wäre doch eine super Sache. Könnte man ihn in die Knie zwingen, ja. Das finde ich ja nicht schlecht. So, kommen wir zum vierten Buch heute Abend. Kommen wir, nachdem ich gesagt habe, dass, das ist ganz wichtig, Entschuldigung, Hinrich Schmidt-Henkel. Ja, der hat das nämlich elegant übersetzt. Die wirkliche alle Dimensionen aus dem nordkoreanischen, vielschichtigen Romans, inklusive die Bezüge zur nordkoreanischen Realität, brillant ins Deutsche gebracht hat. Unsere Frau in Pyongyang von Jean Echenoz, erschienen im Hansa Berlin Verlag. Dann kommen wir zu unserem vierten Buch und das ist ein Buch, das Dirk Schümer vorstellen wird. Das ist die Hauptstadt des österreichischen Autors Robert Menasse. Ja, und das ist eben nicht Wien, wie man beim österreichischen Autor vielleicht fälschlich annehmen könnte, sondern Brüssel. Und das ist ein Buch, auf das ich ewig gewartet habe. Wo ist der Autor, der sich traut, an die eigentlich wichtigste politische Wesenheit unserer Zeit, nämlich an die Europäische Union? Und es hat natürlich keiner gemacht, weil die Europäische Union so wahnsinnig kompliziert, vielsprachig, auch verrückt und auch von den Leuten gar nicht genug begriffen ist, dass sich eigentlich keiner daran trauen kann, ohne zu scheitern. Und Menasse hat sich rangetraut, er ist nach Brüssel gegangen, er hat sich wirklich durch diese Flure der Generaldirektionen und der Kommission und dieser ganzen für uns oft sehr vagen Bürokratie bewegt. Und es ist ihm gelungen, die Europäische Union als Roman darzustellen. Es ist eben möglich, die EU ist eine sehr komplexe Sache und der Roman kann komplexe Sachen erzählen. Das ist ihm hier gelungen. Wie hat er das gemacht? Erstens kennt er sich sehr gut aus und er nimmt nun Leute aus der verschiedenen Kommission in ihrer ganzen Tragik. Den kleinen gescheiterten Wiener, der es irgendwie versucht, ein Kulturprojekt unterzubringen, was die EU in der Welt beliebter macht. Der ist schon im Ansatz gescheitert, alles geht schief. Er nimmt den Schweinezüchter, der versucht, seine Schweine mit Subventionen für Agrar nach China zu verkaufen. Geht auch ganz grandios schief. Er nimmt einen alten Professor, der nach Wien fährt, um irgendwie sein Ideal von Europa, was in der Nachkriegsgeschichte ja wirklich das Einzige ist, was uns zusammenhält, den anderen Europäern, den Zynikern, den Karrieristen zu verkaufen. Aber der fährt nicht nach Wien, der fährt nach Brüssel. Nach Brüssel, Entschuldigung, er kommt aus Wien. Ja. Entschuldigung, das ist mir. Und er schafft es dabei, auf diesen Fluren wirklich das Funktionieren dieser EU, die er sehr gut durchschaut hat, darzustellen. Und der Trick, der Aufhänger ist, er nimmt einen Mord. Das ist ein alter Trick in der Literatur. Es ist ein Krimi, aber auch hier wie bei Echenoz, das ist sozusagen nur der Köder, der uns ein bisschen in die Handlung reinzieht. Es wird in einem Brüsseler Hotel jemand erschossen. Und der einzige Augenzeuge da ist ein Auschwitz-Überlebender, der in Belgien am Ende in einem Altersheim landet. Und alles verquickt sich wie in einem großen Knoten, so wie die EU ist. Viel perspektivisch, vielstimmig, viele verschiedene Biografien. Er kennt sich super mit der Atmosphäre von Brüssel aus, kommt einigermaßen mit den dort herrschenden verschiedenen Sprachen, sogar dem Flämisch, zurecht. Und am Ende denkt man, es ist ja eigentlich die Stadt unserer Zeit. Das verkörpert ja alles, was wir als Europäer im Nichtverstehen der EU, aber gleichzeitig auch in der Dankbarkeit, dass die den Nationalismus ersetzt hat, das findet sich alles in Brüssel wieder. Und der das Bild, was er dabei verwendet, ist natürlich auch für einen Österreicher klar.
entlehnt bei Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, der dieses alte Habsburgerreich mit seiner, in seinem Scheitern genauso schildert, wie er das hier macht, multiperspektivisch mit einem tragischen und ein bisschen melancholischen Helden. Und das ist auf demselben Niveau erzählt, sprachlich brillant. Ich knie wirklich nieder vor diesem Buch und es endet mit den schönen Worten, à suivre. Das heißt, es geht weiter. Ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten, bis er weitermacht. Hoffentlich hält die EU noch lange genug, bis er mit diesem Roman einigermaßen weiterkommt. Aber auch Musil ist ja mit dem gescheiterten Habsburgerreich am Ende nicht fertig geworden, genauso wenig wie mit seinem Roman. Insa Wilke, ganz sicher ist es eine Hommage an Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, Stichwort Parallelaktion. Ja. Wie haben Sie Robert Menasses, die Hauptstadt, gelesen? Also ich würde Dirk Schümer zustimmen, dass ich auch enorm finde, wie er es schafft, politische Prozesse, Ämter, die Amtspersonen spannend zu erzählen. Und ich bin mir sicher, dass wer dieses Buch gelesen hat, wird Berichte über die EU ganz anders wahrnehmen und wird erkennen, was daran wirklich das Spannende ist. Und es ist auch eine Hommage, glaube ich, an die Leute, die dort arbeiten. Er zeigt, wo die alle herkommen, was die für Geschichten haben und so. Trotzdem würde ich sagen, dass es literarisch nicht gelungen ist. Literarisch. Ich glaube, und Sie werden mir wahrscheinlich dann widersprechen, dass es eine Fehlentscheidung gibt in diesem Buch. Ich nehme es zumindest so wahr. Und zwar stellt er die Europäische Union im Prinzip als Kasperletheater dar. Er erzählt Typen. Er sagt auch im Roman stets auch, die EU ist ein Comic, man müsste es als Comic erzählen. Und seine Figuren sind Typen, ganz klare Klischeefiguren. Das hat er ja bewusst gemacht. Wollte er ja. Ich glaube aber, dass es dadurch, so nehme ich es wahr, auf eine bestimmte Art leblos wird, weil er keine Charaktere entwickelt, weil er uns nicht überrascht mit den Leuten, die da arbeiten, sondern wir bekommen genau das, was wir schon kennen, den kühlen Deutschen, den schlauen Italiener, die einzige Frau, die er erzählt, die eine Griechin, Zypriotin, ja, die natürlich, Karrieristin. Ja, eben eine Karrieristin. Da gibt es ja ganz viele von. Ja. Also das Klischee einer Frau, das macht er ja alles bewusst und er macht es auch, nehme ich an, in der Absicht, zu provozieren und Widerstand hervorzurufen. Darum ist es ja auch ein Abgesang auf die EU, was ja absurd ist aus der Feder von Robert Menasse, der mit Ulrike Gero ein Manifest für die Europäische Republik geschrieben hat. Vielleicht ist es gar kein Abgesang, sondern es ist eine Hommage. Er bejubelt es. Und ich meine, wir sind auch alle Klischees. Ich bin viel in Brüssel unterwegs in diesen Fluren. Solche Leute kommen Ihnen da tatsächlich entgegen. Sie sind aber auch keine Romanfigur. Ja, ich bin aber auch ein Klischee, wahrscheinlich. Ja, also wenn man mich schildern würde, würden Sie vielleicht sagen, was aber für ein Kitzel. Aber wenn ich Sie rezensiere, könnte ich Ihnen das ja auch vorwerfen. Ja, genau. Ja, wenn Sie jetzt Dirk Schümer rezensieren. Lieber nicht. Thomas Mangold, was halten Sie von diesem Roman? Mir geht es wie Insa Wilke. Und ich bin immer wieder überrascht, weil der Robert Menasse natürlich wahnsinnig viel kann, ungeheuer intelligent ist, sich einen wahnsinnig tollen Gegenstand ausgesucht hat, sehr viel von diesem Gegenstand versteht, mir wahnsinnig viel von diesem Gegenstand nahebringt, was mich wirklich interessiert, dessen Perspektive ich teile. Und der mich auch zum Lachen bringt, denn das Ganze ist natürlich auch total mit Pointen durchsetzt. Ironisch. Und doch komme ich schon relativ bald in dieses Gefühl, ist es wirklich Literatur? Das liegt vor allem natürlich daran, dass die Figuren gar keine Entwicklung haben. Die sind, das ist eine Typenkomödie. Aber jetzt die sind festgelegt auf ihre eigene, auf diesen einen Tonfall. Und als solche funktionieren auch immer als Pointenspender. Und es hängt aber, glaube ich, auch noch mit etwas anderem zusammen. Ich hatte manchmal das Gefühl, das ist Kabarett. Mhm. Und beim Kabarett hat man ja auch immer das Problem, dass auch die ein oder andere Pointe immer zu oft ausgereizt wird und überstrapaziert wird. Und das gibt es bei Menasse immer wieder, wo ein Satz kommt und man findet ihn sehr komisch und dann wiederholt er die Pointe fünfmal, sondern denkt, hey, wir haben längst abgelacht. Wir haben gelacht. Moment, das muss ich aber mal doch eine Lanze brechen. Erstmal, ich finde, das ist sehr wohl ein Roman, in dem das Personal teilweise eine Entwicklung durchmacht. Und sei es nur die Entwicklung, dass es am Ende des Romans tot ist. Dann ist es ein Roman, in dem buchstäblich eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Und allein diese Einfall, sich ein lebendiges Schwein materialisieren zu lassen, in der europäischen Hauptstadt Brüssel, das von einer Boulevardzeitung zum Wahrzeichen dieser Stadt erkoren wird, bis eine andere Zeitung eine Pressekampagne gegen diese Schweineidentifikation fährt. Dann eine Figur auftreten zu lassen, die die europäischen Schweineerzeuger, also die Mast
Viehhalterlobby repräsentiert, ein Österreicher, dessen Bruder in der Kommission arbeitet, aber in einem ganz anderen Ressort, der nämlich in der Kultur arbeitet, während sein Schweinezüchterbruder sehr wohl erwartet, dass der gefälligst ihm ein bisschen Lobbyistenarbeit. Agrar ist ganz wichtig und reich, Kultur ist der letzte Dreck. Das machen nur die Loser, ja, das gibt es überhaupt. Aber das Problem beim Schwein ist, dass das Schwein eine Querschnittmaterie ist. Sehr richtig. Solange es noch lebt, gehört es in eine andere Abteilung, wie wenn es tot ist. Aber jetzt lassen Sie mich mal einmal da noch drauf kommen. Das ist doch wirklich genial. Wir versuchen doch, die EU, Sie sind nämlich eigentlich nicht gelangweilt vom Roman, sondern das unterstelle ich Ihnen jetzt mal ganz dreist, Sie sind gelangweilt von der EU. Exakt und das ist das Problem. Exakt umgekehrt. Ich finde es eben, ich unterstelle Ihnen das jetzt ganz dreist. Warum bewundere ich das so? Weil ich habe mich oft gefragt, wie will man diesen, ich laufe da durch Brüssel, zwischen diesen ganzen Hochhäusern her, wie will man das beschreiben, was da eigentlich los ist? Die Gespräche, die ich da heute geführt habe mit dem Agrarkommissar und mit dem Pressesprecher vom Technikkommissar, wie kann man das machen? Und er hatte die Idee mit dem Schwein. Das ist nämlich genial. Das Schwein kommt in allen Kommissionen vor. Nicht als, also kommt wahrscheinlich ohnehin, die Schweine sind überall, wo die Menschen sind. Aber er sagt, das Schwein für die Agrarkommission ist, wie können wir das teuer verkaufen nach China? Das Schwein für die Umweltkommission ist, wie kann das ohne viel Gülle und ohne viel Gift erzeugt werden? Das heißt, die haben schon mal total gegensätzliche Interessen. Und so geht es immer weiter. Jeder versucht Struktur, die sagen, wir brauchen die Schweine dahin, wo bis jetzt wenig ist. Die versuchen, das Schwein nach Rumänien und nach Irland zu verlagern. Und am Ende haben wir eine genaue Beschreibung dieses Chaos, die mich sehr an Habsburg erinnert hat. Also dann müsste Ihnen Musil, Mann ohne Eigenschaften, auch nicht gefallen, denn der schildert Habsburg ganz ähnlich. So, und am Ende ist der Präsident der Schweinezüchter Europas endlich bei dem für ihn zuständigen Sachbearbeiter der Kommission angelangt. Jetzt reden wir Tacheles. Und der hat auf seiner Agenda nur eines, nämlich dass der Schweinezüchterverband, englisch abgekürzt PPE, Pigs Producers of Europe, sich gefälligst umbenennt, weil the People's Party of Europe ebenfalls das Akronym hat und bei jeder Google-Abfrage die Wände hochgeht, weil sieht die immer PPE nur immer nur mit Schweinen konfrontiert wird. Das ist Schweinchens Problem. Aber das sind doch super Ideen. Entschuldigung, also da kann man drehen. Ja, das ist reich ist an Ideen. Und Moment, aber wenn es bei Tim und Struppi klingelt, dann ist der Anruf immer für die Metzgerei Schnitzel. Und das ist ein ähnlich überzeugender Running Gag in diesem Roman, weil also es ist wirklich eine vielschichtige Erzählung. Wir haben jetzt ganz vergessen zu erwähnen, es ist ja auch die Geschichte, es ist ja in Form eines Kriminalromans, erzählt die Geschichte, wie der Vatikan vielleicht auch mal den einen oder anderen Auftragsmord durchführt, wenn jemand ein gutes Netzwerk haben. Wenn jemand das ist so aber jetzt auch nicht die stärkste überzeugt. Seite des Romans, die da reingeflogen. Also das ist nicht das Schlechteste von diesem Roman. Also wenn ich mich mal vor der Polizei verstecken muss, er hat ganz gute Hinweise gegeben, wie man das macht, indem man seine Kreditkarte mit der Post verschickt und so. Jedenfalls. Das ist ganz nützlich. Sollten Sie irgendetwas mit Europa am Hut haben, sollten Sie irgendetwas mit einem gut geschriebenen, unterhaltenden, wirklich intelligenten deutschsprachigen Roman am Hut haben. Hey, Sie sollen jetzt nur noch mal zusammenfassen. Dann durch kontroverse Aufnahme dieses Buches in unserer Runde. Ihnen definitiv Robert Menasses, Die Hauptstadt, erschienen im Suhrkamp Verlag, ein Roman, auf dessen Fortsetzung wir beide uns freuen. Und das behaupten wir selten von Romanen, während Insa Wilke und Itschumar Mangold da leicht anderer Meinung sind. Richtig? Richtig. Gut. Wir greifen zu anderen Büchern. Es ist immerhin kein Pamphlet für Europa, dadurch ist es nicht kitschig. Er hat das wirklich Ergebnis offen gelassen. Ich hatte befürchtet, der Mann wird jetzt eine Jubelart. Aber Sie hatten jetzt Ihre Redezeit pro Menasse. Ach. Ich kenne ihn nicht, bin nicht verwandt und nicht verschwägert. Wie immer bleibt uns am Ende unserer Sendung noch etwas Zeit für einen persönlichen Lektüre-Tipp. Der Ausgewogenheit halber beginnt jetzt Dirk Schümer. Also historische Romane sind ja irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Das wird ja regelrecht durch auch ironisiert, die Wanderhure und der Medikus. Und wenn ich in die Buchhandlung komme, sehe ich aber, das ist vielleicht das Allerwichtigste, was die Literatur heute hervorbringt, da sind ein Roman nach dem anderen, von den Langobarden bis hin zu den alten Inka. Das ist also offenbar ein Lesestoff und eine Art Einschleifhilfe für die halbe Nation. Und ich wollte für Mika Waltari eine Lanze brechen. Das ist ein, der hat auch übrigens den Nobelpreis gekriegt, da kann man sich ja dann drüber streiten in den 30er Jahren.
Jahren, ein finnischer Autor, und der ist der Großmeister des historischen Romans. Er hat also quasi die halbe Weltgeschichte weggedichtet in solchen Brüllern hier von um die 900.000 Seiten. Das geht ums alte Rom zur Zeit. Sein berühmtestes ist dieser Sinuhe der Ägypter. Darum habe ich das. Das ist das alte Ägypten, wird Sinuhe der Ägypter. Das war ein Weltbestseller in den 30er Jahren. Warum greife ich mir den jetzt wieder? Warum lobe ich den so sehr? Der ist, hat eine ganz furchtbare Übersetzungsgeschichte. Der ist aus dem Finnischen ins Schwedische, aus dem Schwedischen ins Französische, aus dem Französischen ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt worden. Und wieder bei der Stillen Post ist am Ende überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Und der sehr lobenswerte Kübler Verlag, und bei dem Weltbestseller ist es noch der Basta-Lübbe Verlag, hat einen Übersetzer gefunden, Andreas Ludden, der wirklich Finnisch kann, sowas gibt es, große Bewunderung. Und der hat diese ganzen Seiten neu aus dem Finnischen übersetzt, sodass wir diesen Großmeister des historischen Romans jetzt eigentlich erstmals wirklich genießen können. Und wenn man dann noch ein bisschen was über das alte Rom, über das alte Ägypten oder über das Mittelalter erfahren kann, dann sollte man zu dem greifen. Der ist wahrscheinlich vom Niveau sehr viel besser als so der durchschnittliche Historienschinken, der so in den Buchhandlungen an der Kasse liegt. Das klingt überzeugend. Itschumar Mangold, was empfehlen Sie? Ich empfehle den neuen Roman von Virginie Despentes. Die kennen wir, weil sie in den 90er Jahren berühmt wurde mit einem Buch, das sie selber auch verfilmte. Und das war ein großer Filmskandal, Baise-moi, deutsch übersetzt Fick mich. Ja, das interessiert Sie. Der Titel drückt schon aus, dass wir an der harten Seite des Erzählens sind. Sie hat mich total überrascht mit diesem Roman, der viele alte Motive aufgreift, aber von einer unglaublich gesellschaftlichen Genauigkeit ist, von Witz und Esprit durchfunkelt ist. Es erzählt eine Abstiegsgeschichte. Die Hauptfigur, Vernon Subutex, hatte ursprünglich einen Plattenladen, dann kommt die Digitalisierung der Musikindustrie, zieht ihm den Boden und den Füßen weg, und nun können wir ihn beobachten, wie er fällt. Eine Stufe niedriger, immer niedriger, immer niedriger. Er versucht sich zu retten, indem er bei Facebook wieder vorbeischaut, um alte Freundschaften zu reaktivieren, um bei denen mal unterzukommen, um bei denen übernachten zu kommen, sich Geld ausleihen zu können und so weiter. Und dieser Weg durch diese französische Gesellschaft zeigt auch viele, viele Milieus, die Virginie Despentes brillant, wie ich finde, beschreibt, bis die Hauptfigur am Ende tatsächlich als Penner auf der Straße gelandet ist. Ein soziologisch mitreißender, furios erzählter Roman, der ein sehr, sehr zeitgenössisch ist. Ein Gesellschaftsroman, ja. Das geht, ja. Sieht ja auch gut aus. Sie haben das Buch auch gelesen? Nein, ich habe nur gelesen. Das war ein ironischer Kommentar. Insa Wilke, Sie stellen einen Autor vor, den ich gerade getroffen habe, der auch mich begeistert hat, ein Buch, was international schon sehr für Furore sorgt. Genau. Ich habe mitgebracht Die Geschichte einer kurzen Ehe, der Debütroman, wirklich erstaunliche Debütroman eines 28-jährigen Philosophiestudenten mit Namen Anuk Arut Pragasam, der aufgewachsen ist im Süden von Sri Lanka, also fern des Krieges, der von 1983 bis, also nicht ganz so fern, aber halbwegs fern des Bürgerkrieges, der von 1983 bis 2009 im Nordosten von Sri Lanka gewütet hat. Und er erzählt jetzt eine Geschichte aus diesem Krieg, und zwar aus dem letzten Jahr 2009. Da war die Situation so, dass die Regierungstruppen, die Rebellentruppen, die tamilischen Rebellentruppen in die Enge getrieben haben im Nordosten, und mit ihnen die Zivilisten, die damals dort im Norden lebten. Und sie haben sie ans Meer getrieben, die haben dort in einem großen Lager gewohnt, das in den Morgenstunden bombardiert wurde, und es gab für diese Leute quasi kein Entkommen. Und aus diesem letzten Jahr, aus dieser Situation erzählt er eine Geschichte von einem, ich würde sagen, Jungen, der Dinesh heißt, den wir einen Tag lang begleiten. Wir lernen ihn am frühen Morgen kennen, als er gerade im Lazarett hilft, einem kleinen Jungen den Arm zu amputieren mit einem Küchenmesser, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Eine harte Szene. Und wir erleben mit ihm einen Hoffnungsschimmer, als ein Vater ihn bittet, seine Tochter zu heiraten, damit sie einen minimalen Schutz hat. Und das passiert dann auch. Und es gibt diese Hoffnung der Nähe zwischen diesen beiden jungen Leuten. Und das Erstaunliche ist, dass es eigentlich gar nicht um die Geschichte geht, sondern dass es Anuk Arut Pragasam darum geht, mal zu versuchen zu verstehen, wie geht es einem solchen Jungen, der das Leben noch gar nicht richtig begonnen hat, es aber schon weiß, es wird zu Ende gehen. Was denkt er, woran erinnert er sich, wie nimmt er das Leben wahr? Und dafür findet er eine Sprache, die dafür sorgt, dass man das Buch nicht mehr vergessen wird. Das gelingt Anuk Arut Pragasam tatsächlich in Die Geschichte einer kurzen Ehe, die deutsche Übersetzung von Hannes Meyer bei Hansa Berlin. Und meine Empfehlung ist eine besondere Empfehlung, weil diese Empfehlung nur funktioniert, weil ich sie undercover mitgebracht habe, um lebende Teilnehmer dieses Quartetts zu schützen, weil unser Kritikerkollege Itschumar Mangold ein Buch geschrieben hat,
Das deutsche Krokodil, meine Geschichte. Und ich habe dieses Buch gelesen, natürlich, um mich auf die Sendung vorzubereiten. Und habe mich dabei ertappt, wie ich dieses Buch richtig gut finde. Weil wissen Sie, ich lese Literatur eigentlich, weil ich wissen möchte, wie sich das Leben anfühlt, wenn man in die Haut eines anderen schlüpft. Und Itshomar Mangold beschreibt sein Aufwachsen in Deutschland mit einem nigerianischen Vater in Dossenheim bei Heidelberg, einem abwesenden nigerianischen Vater einer deutschen Mutter, die Psychotherapeutin ist, und erzählt so viel, wie es ist, in Deutschland zu leben mit einer nicht weißen Hautfarbe und nach Nigeria zu kommen, und so viel davon, was deutsche Identität ausmacht und was Identifikationsmöglichkeiten, Geschichten ausmacht, die unser Leben bestimmen, dass dies ein Buch ist, über das man nur klüger werden kann, das mich deshalb begeistert hat, und das darf man ja auch in Anwesenheit des Autors noch sagen. So, ich darf mich bei den Teilnehmern unseres Lesenswertsquartetts bedanken, bei unserem Gast Dirk Schümer, ganz herzlichen Dank, bei Insa Wilke, herzlichen Dank, und bei Itshomar Mangold, den es war mir ein Vergnügen, ich auch noch als Autor feiern durfte. Danke. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.